Guten Tag, herzlich willkommen zu unseren 15 Minuten. Heute ist alles ein bisschen anders. Ich bin ja ganz allein. Was ist passiert? Wo ist Joko? Ich bin hier in der Mission Control. Was das alles genau bedeutet, wird sich im Verlauf der nächsten Minuten hier erklären. Ich habe eine Überraschung für Joko vorbereitet und deswegen sind wir etwas früher dran, als er es erwartet. Und deswegen sitze ich jetzt hier mehr oder weniger draußen vorm Studio, in dem er gerade probt. Er sitzt jetzt da im Studio. Guck mal da, Thomas Schmidt, alle sind da. Und ich werde ihn jetzt überraschen und ihm praktisch klar machen, dass wir genau in dieser Sekunde jetzt loslegen müssen mit den 15 Minuten. Und ich kann jetzt über diese Sprechstelle hier reinsprechen und habe was für ihn vorbereitet. Ich hoffe, er freut sich. Hier ist auch alles klar. Hallo. Überraschung. Was machst du? Hier ist dein Freund. Herzlich willkommen zu den 15 Minuten, Joko. Wir müssen das alles ein bisschen früher machen. Du konntest warum es jetzt nicht wissen, weil, das kann ich dir jetzt alles nicht so genau erklären, aber du musst jetzt mal kurz die Probe unterbrechen, denn wir werden die 15 Minuten jetzt machen. Warte mal ganz kurz. Ich bin mitten in einer... bin ich der Einzige, der nicht Bescheid weiß? Damit ja. Okay, gut. Du bist der Einzige, der nicht Bescheid weiß, aber du bist auch der Einzige, der eine ganz, ganz besondere Ehre genießen wird, auch vor der Weltgemeinschaft. Deswegen schau doch mal bitte oben auf den Videowürfel. Ich habe da was vorbereitet. Genieß es, mein Freund. Der unendliche Weltraum ist für uns Menschen seit jeher ein großes Mysterium. Schon früh drängte sich die Frage auf, ob dort draußen intelligentes Leben existiert. Für eine potenzielle Kontaktaufnahme hat vor 45 Jahren ein internationales Forschungsteam mit der Voyager Golden Record einen Datenträger ins Weltall entsendet, der die wichtigsten Informationen über uns Menschen bereithält. Musik von Bach, Mozart und Chuck Berry. Bilder von wissenschaftlichen Erkenntnissen, von Tieren, und eben auch von uns Menschen. Doch was denken Außerirdische, wenn sie 45 Jahre alte Informationen über uns erhalten? Es ist an der Zeit, den Aliens zu zeigen, wer die Menschen des 21. Jahrhunderts wirklich sind. Aus diesem Grund senden wir am heutigen Tag eine neue Version dieses Datenträgers ins Weltall. Die unwichtigen Details sparen wir diesmal aus. Es geht ausschließlich darum, den einen repräsentativen Erdenbürger vorzuschicken, der perfekt geeignet ist, Vertrauen bei den Außerirdischen zu wecken. Den besten Menschen des Planeten. Den Heiland. Joachim Winterscheid. Hallo. Mach dich bereit, Joko, für den vielleicht wichtigsten Moment deines Lebens. Folge dem Licht. Okay. Was heißt das, Folge dem Licht? Ab heute... Folge dem Licht. Ich habe irgendwie keinen Bock. Jetzt. Okay, ich bin... Folge dem Licht. Yalla, yalla. Ja. wo auch immer ich jetzt gleich hinkomme, ich hoffe, du bist da. Die wichtigsten Weltraumpioniere der Geschichte. Laika,
Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Olaf Scholz. Hey, Joko! Botschafter, viel Erfolg! Vielen Dank. Ah, der wichtigste Mann. Ja, richtig. Was auch immer hier los ist. Hallo. Hallo. Ja. Bei der Raumfahrt machen wir das anders. Darf ich das mal nehmen? Danke. Man hat mir diesen Koffer gegeben. Ja, den brauchen wir nachher. So, ja. Setz dich doch mal auf deinen Stuhl. So, setz dich mal hin. Klaas, ich muss eine Sache noch mal verstehen. Ja, wir haben nicht so viel Zeit, aber ein paar Fragen sind erlaubt. Aber weil ich nicht weiß, wo das jetzt hier hingeht, ja, genau. Ich werde mich nicht ins All schießen lassen. Nein, ich hab eine Sendung, ich hab auch eine Sendung, ja. Die Leute erwarten was von mir. Ich will nicht ins All. Kein Problem. Also, du wirst nicht ins All geschossen, nur so Teile von dir, sozusagen. Also, wie Teile? Gliedmaßen oder was? Nee, anders. Wir können uns das mal angucken. Ich war heute Morgen, also vor so drei Stunden ungefähr, war ich schon unterwegs, und zwar auf einem Flugplatz ganz in der Nähe. Und da habe ich nämlich Leute gefunden aus England, die können Dinge und Sachen ins All schießen. Also ganz in echt. Wie? Das ist deren Beruf, ist es, Sachen ins All zu schießen. Und das machen die. Auf 30 Kilometer Höhe kann man Sachen ins All schießen. Und deswegen kannst du praktisch die erste Kontaktaufnahme machen mit all den Wesen oder was auch immer da oben im Weltall ist, indem wir praktisch schon mal denen ein Stück weit entgegenkommen. 30, 32 Kilometer ungefähr. Die haben diesen Ballon hier. Ja. Mit dem Ballon, da hängen die was dran, diese Apparatur. Dann haben wir einen Koffer, der dann im Weltall sein wird. Und das habe ich jetzt schon gemacht, weil das dauert halt eine Zeit lang. Aber es ist hier siehst du noch mal den Start, gefährlich, so einen Ballon da einfach in die Luft steigen zu lassen? Ja, ja, sicher. Das ist nicht alles nicht ohne. Deswegen ist es ein ziemlicher Aufwand. Aber du siehst jetzt, wie wir das gelauncht haben. So hätte Elon Musk sich das gewünscht mit seinem Ding da, dass das also gut läuft. Guck mal. Ja. Absolut vergleichbar. Was gibt's dazu noch? Absolut vergleichbar. Das sieht komplett unkontrolliert aus. Es ist überhaupt nicht unkontrolliert. Du wirst gleich sehen, wie schnurgerade das in den Himmel steigt. Was sind da für Pass Sachen? Auf, Ruhe bitte. Da, das ist ein erhabener Moment. Ja. Guck. Was steht da alles drauf? Joko? Ja, dies, das. Herzfrequenz steht da drauf? Ja, es gibt Informationen, sind das. Die man aber was ist da drin? Also was ist in dem Koffer? Das scheint ja irgendwas mit mir zu tun zu haben, weil sonst würde ja nicht mein Name da drauf stehen. Ne? Werden wir sehen. Aber das, die Intention dieser absurden, dieses Morgens ist quasi, dass wir... Du bist der Auserwählte. Du bist ich der mag's Erste. Nicht, wenn du so sehr... Du bist der Erste von... Warte mal, lass mich eben sagen, das ist wirklich ein wichtiger Moment jetzt. Du bist der Erste von 8 Milliarden Erdenbürgern, der den Aliens praktisch im übertragenen Sinne die Hand hinhalten wird und sagen wird, hallo, liebe Aliens, wir kommen nicht in Frieden, wir sind praktisch in Frieden, warten wir auf euch. So sind wir, so sehen wir aus, praktisch. Okay. Ich hab dir jetzt zugehört bis zum Ende aus Höflichkeit. Ich sage dir nur, wir kennen uns beide lang genug, ja? Um zu wissen, dass wann immer du diesen Duktus anschlägst, dass du mir erklärst, wie wichtig das ist, was wir hier machen, dass irgendwas passiert, was mir nie gefällt. Okay, bist du fertig? Das hier ist vor 3 Stunden passiert. Jetzt dauert das natürlich ein bisschen, bis das hochgestiegen ist. Ja. Wir können jetzt live zu der Kamera schalten, die an dem Gerät angebracht ist. Ja, gut. In dieser Sekunde sieht es nämlich folgendermaßen aus. Das ist das Live-Bild, das können wir jetzt sehen. Das ist die tatsächliche Höhe, 32.140 Meter, also 32 Kilometer. Das ist jetzt in diesem, also für alle, die das interessiert, die sagen, ich habe viel Tagesfreizeit, den kompletten Flug nach oben werden wir auch noch online einmal bereitstellen, dass man sich den kompletten Flug Meter für Meter noch mal anschauen kann, wenn man möchte. Das ist jetzt gerade das echte Bild der Kamera, die wir hochgeschickt haben. So weit oben befindet sich jetzt der Ballon mit all dem, was da unten dran hängt. Ist ja unglaublich. Und der Koffer, der da dran ist. So, jetzt hast du diesen Koffer hier mitgebracht. Ne? Ja. Hör mal zu. So. Ich guck dir das mal an. Ich habe so eine ganz perverse Mischung aus ultra faszinierend, dass wir jetzt gerade wirklich 32 Kilometer über der Erde zugeschaltet sind. Guck mal, wie das da aussieht. Geil. Weil irgendwas wird jetzt noch passieren. Es wird ein erhabener Moment. Aber Klaas, du wirst die Möglichkeit, ich muss jetzt mich kurz konzentrieren. Ich muss jetzt hier was scharf schalten. Das ist doch totaler Quatsch. Ich muss jetzt hier kurz was scharf schalten. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Okay, gut. Pass auf. Bereit?
Ist das nicht irre? Warte mal. Das sind deine Gegenstände im Weltall. Willst du mich verarschen? Warum ist da mein Hausschlüssel drin? Weil du dich ausweisen musst, damit die wissen, wer du bist. Wo hast du die Sachen her? Aus deiner Garderobe habe ich die geholt. Ey, Klaas, das ist nicht dein Ernst. guck mal, das ist ja auch nur die zweite Brille. Die andere hast du ja auf der Nase. Ne? Ey, ja, aber trotzdem, jetzt habe ich nur eine Brille für die Produktion. Du weißt, dass ich immer zwei Brillen brauche. Aber Wir brauchen persönliche Gegenstände, damit man muss sagen, guck mal, das sind unsere Gegenstände, du weißt, wir haben sozusagen Haustürschlüssel. Ich muss mir einen neuen Personalausweis machen, weil du es witzig findest, den ins Weltall zu schießen. Weil was glaubst du, wenn die mich fragen auf dem Amt, ist denn ihr Personalausweis? Dann sag ich so, im Weltall. Und dann denke ich mir, weißt du, was sie mit mir machen? Da kommt jemand mich abholen, dann ziehe ich so eine Jacke falsch rum an. Und mein Haustürschlüssel, ganz ehrlich, was ist denn, jetzt mal doof gesagt, wenn dieser Ballon irgendwann platzt, und da findet jemand meinen Haustürschlüssel und daneben. Eine Socke. Da ist noch eine Socke. Da findet jemand meinen Personalausweis und meinen Schlüssel. Dann habe ich Besuch. Ey, Alter. Und was ist das da oben links? Stell dich mal bitte dahin jetzt einmal. Was ist das da oben? Da ist nämlich noch eine Box drin. Hier ist eine Rede. Die habe ich dir vorbereitet. Klaas, warum? Schrei nicht so, das ist jetzt schon scharf geschaltet gleich. Du redest jetzt mit den Aliens direkt über die Box, die da drin ist. Ich hasse dich. Sag diese Sachen. Sehr geehrte... Pass auf, es geht los. Da fängt jetzt an, so ein kleiner Film. So, sehr geehrte... Sehr geehrte Aliens, ich bin's, Joachim Gurki Winterscheid. Ich spreche zu euch als Botschafter des Planeten Erde. Ein bisschen epischer. Epischer, okay, gut. Ihr fragt euch vielleicht, warum die Menschheit ausgerechnet mich vorschickt. Einen Mann, dessen größte Gabe seine Schlichtheit ist. Einen Mann, dessen Gesicht schon dreimal zum Karpfen des Jahres gehalten wurde. Einen Mann, der immer noch denkt, dass Plusquamperfekt ein Pokémon ist. Aber lasst mich euch versichern, ich weiß, was es bedeutet, anders zu sein. Vor 50 Jahren kam ich in einem umgekippten Butterfass am Ufer des Rheins zur Welt. Statt Augen bekam ich Rosinen, statt einem Hals einen Besenstiel. Und anstatt zu sprechen, kommunizierte ich mit unverständlichen Lachlauten. Meine besten Freunde waren ein... Was ist für ein Video da? Das ist, damit die Aliens sehen, wie wir aussehen. Release weiter. Meine besten Freunde waren ein Esel und eine Kohlmeisefamilie. Wenn sie sangen, sang ich auch. Und wenn sie weinten, weinte ich. Und wenn mir kalt war, warf ich den Esel ins Feuer und färbte mich. Mein Lehrer in der Gefängnisschule hat einmal zu mir gesagt, Joachim, nicht alle Menschen sind schön. Mach doch was unter Tage. Klaas, was ist mit diesem Video? Klaas, wie weit geht dieses Video? Das ist nicht witzig. Die Aliens, es reicht, dass da mein Personalausweis drin liegt. Ja. Und es, ey, Alter! Das kann nicht euer Ernst sein. Das ist nicht dein scheiß Ernst. Das kann man nicht zeigen. Ey, Leute! Das ist nicht witzig. Das ist nicht witzig. Der Penis. Was soll denn das? Kannst du bitte weiterlesen? Sag den Leuten, dass das nicht mein Schniepel ist. Es geht nicht um deinen Schniepel. Sag den Leuten zu Hause, dass das nicht eine Nacktaufnahme von mir ist. Weiß ich doch nicht, wie der aussieht. Ihr könnt nicht zeigen, Joko, es geht nicht jetzt hier um deinen Schniedel. Es geht um die Menschheit. Hör auf! Das ist genau das, was ich eben gesagt habe. Du stehst da und machst so einen auf der. Schniedel! Ich höre nur Schniedel! Es geht nicht um deinen Pimmel, es geht um die Aliens. Es geht um die Zukunft. Das ist das Erste, was die sehen werden. Dieses Video da drin zu zeigen. Du hast meinen Haustürschlüssel und meinen Personalausweis geklaut. Du musst nicht noch ein gefaktes Video. Das ist ein Deepfake. Wie kann man Weißt du, wie gefährlich das ist? Wie kann man so einen schönen Moment zerstören? Du dumme Sau. Ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, entschuldigen, dass hier alles so außer Kontrolle geraten ist. Damit war nicht zu rechnen. Ich dachte, er freut sich. Das geht doch nicht. Ja, wie man es macht, macht man es verkehrt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es ist gar nicht so. Aber warum? Ey, guck mal, für dich ist der Gag jetzt vorbei. Mein Personalausweis, mein Haustürschlüssel und irgendwelche Pimmelbilder von mir. Das ist nicht witzig. Ach man, krass, bitte.